Einfach Dinge, wenn man die weiß, gerade im Bereich der Ernährung und Körperpflege. Der Körper ist unser Tempel. Ja, den sollten wir ohnehin lieben und pflegen. Und wenn wir das denn machen, da gibt es einen wunderschönen Nebeneffekt. Wenn ich keine Nahrung mehr aus dem Supermarkt kaufe, die mit Glyphosat und anderen Giften verseucht ist, dann gibt es keinen Grund mehr, warum diese Nahrung angebaut werden sollte. Dann gibt es keinen Grund mehr, warum die Bauern die Äcker verseuchen und töten sollten. Kein Grund mehr, warum Monsanto Chemikalien produzieren sollte, weil niemand mehr Monsanto diese Chemikalien abkauft. Und da haben wir nicht nur uns selber geheilt, sondern ganz nebenbei, ohne kämpfen zu müssen, auch noch den Planeten gerettet. Wenn wir aufhören, das Fleisch zu essen, was mit Stresshormonen und Folterenergien vollgestopft ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist eins der Machtinstrumente, mit denen die Schwarzmagier die Weltbevölkerung kontrollieren. Systematisch werden jedes Jahr Milliarden von Tieren in der Folterhölle gehalten, produzieren Folterenergien, die statt Liebe verwendet werden, um diese Biosphäre zu administrieren. Früher lief mal alles auf Liebe. Da gab es einen Liebesfluss und hat hier für Ordnung gesorgt. Jetzt haben wir die Schwarzmagier in der Politik, die das Leid der Tiere benutzen, um hier alles durch Folterenergien zu ordnen. Das ist das andere System. So funktioniert das. Und solange wir diese Tiere essen, werden diese Tiere gefoltert werden. Solange wir diese Tiere essen, sind wir voll mit diesen Folterenergien und bieten sozusagen uns als Resonanzkörper an für deren Administration mit Folterenergien. Und wenn wir aufhören, diese Tiere zu essen, werden sie auch nicht mehr gefoltert, weil niemand mehr dafür bezahlt wird, sie zu halten und sie zu foltern. Dann haben wir uns selbst gerettet und ganz nebenbei auch noch das Leid von diesem Planeten verbannt, was im Moment noch über die Tiere gebracht wird. Also es ist eigentlich so zwingend einfach und wunderschön,